Herzlich willkommen zur Vorlesung über Markov-Prozesse. In dieser Vorlesung soll es darum gehen, welcher Zusammenhang besteht zwischen Markov-Prozessen auf der einen Seite und Martingalen auf der anderen Seite. Und insbesondere wollen wir als Anwendung sehen, wie wir Lösungen von partiellen Differentialgleichungen mit Hilfe von Martingalen bzw. Markov-Prozessen darstellen können. Schauen wir uns das aber im Detail einmal in Ruhe an. Also das Setting soll hier das folgende sein. Also ich betrachte immer einen filtrierten Wahrscheinlichkeitsraum, Omega F mit der Filtration FT und einem Wahrscheinlichkeitsmaß P. Und die erste Frage ist, was verstehen wir unter einem FT-Martingal? Dies ist nichts weiter als ein reellwertiger stochastischer Prozess, hier mit X bezeichnet, auf unserem filtrierten Wahrscheinlichkeitsraum. Und der soll jetzt die folgenden Eigenschaften besitzen. Zum einen soll der Prozess X an die Filtration adaptiert sein. Die zweite Eigenschaft, die er erfüllen soll, ist das folgende, nämlich, dass der Betrag von xt integrierbar sein soll für jedes t. Und die dritte, und das ist jetzt die wichtige Eigenschaft, ist die sogenannte Martingaleigenschaft, nämlich dass, wenn ich xt betrachte und davon dann die bedingte Erwartung berechne, gegeben die Filtration fs, dann erhalten wir gerade den Prozess zum Zeitpunkt s. Und das soll gelten zum einen für p fast alle Omegas und zum anderen für alle s und t, die geordnet sind. Und wenn wir sozusagen an der Stelle ein Ungleichheitszeichen erlauben, dann sprechen wir von einem Submartingal. Wenn wir hier ein größer gleich bzw. ein kleiner gleich haben, dann über ein Supermartingal. Ich möchte im Folgenden ein paar Beispiele geben. Und das einfachste Beispiel kann man sich wie folgt konstruieren: Nehme eine integrierbare Zufallsvariable z auf unserem Wahrscheinlichkeitsraum Omega FP. Und dann definiere ich mir wie folgt einen stochastischen Prozess. Nämlich ich definiere xt als die bedingte Erwartung von z gegeben die Filtration zum Zeitpunkt t. Und jetzt ist die Behauptung, xt ist in der Tat ein Martingal. Warum ist das der Fall? Naja, aufgrund der Eigenschaft der bedingten Erwartung wissen wir erstmal, dass xt ft messbar ist. Das bedeutet aber nichts weiter, als dass der Prozess x an die Filtration ft adaptiert ist. Das Zweite ist, aufgrund der Turmeigenschaft wissen wir auch, nein, nicht aufgrund der Turmeigenschaft, sondern einfach aufgrund der Eigenschaft der bedingten Erwartung wissen wir auch, dass der Erwartungswert von xt sich nach oben beschränken lässt durch den Erwartungswert von z. Vom Betrag von z und der Erwartungswert vom Betrag von z ist endlich aufgrund der Annahme, dass z eine integrierbare Zufallsvariable ist. Und die Markov-Eigenschaft, jetzt kommt die Turmeigenschaft ins Spiel, folgt einfach auf der Turmeigenschaft. Also hier mein ganz einfaches Beispiel von einem Martingal in stetiger Zeit. Ich möchte aber noch weitere Beispiele geben und die in Form von Aufgaben präsentieren. Also das erste ist, wenn x ein Levy-Prozess ist, auf unserem filtrierten Wahrscheinlichkeitsraum mit Werten, sagen wir mal in R zusammen mit der entsprechenden Borel-Sigma-Algebra, dann stellt sich heraus, falls xt bereits L1 integrierbar ist, dass der stochastische Prozess xt minus seinem Erwartungswert zum Zeitpunkt t ein Martingal ist. Und wenn wir zusätzlich annehmen, dass xt für jedes t bereits in L2p ist, also sprich das zweite Moment existiert von xt, dann stellt sich heraus, dass xt Quadrat minus dem Erwartungswert von xt Quadrat auch ein Martingal darstellt. Hier eine Warnung, das kann man jetzt aber nicht weiter fortsetzen. Wie sich das fortsetzen lässt im Falle von einer Brownschen Bewegung, kommt gleich. Und die dritte Eigenschaft, die sich lohnt, mal nachzurechnen, ist das folgende. Angenommen, unser Levy-Prozess hat die Eigenschaft, dass so ein exponentielles Moment für ein Alpha in R existiert. Und dann stellt sich heraus, dass auch der Prozess e hoch Alpha xt geteilt durch den Erwartungswert von e hoch Alpha xt wiederum ein Martingal ist. Und es lohnt sich, diese Aufgabe einmal im Detail durchzurechnen.
Speziell zur Brownschen Bewegung, hier kann man leicht nachrechnen, dass für alle Alpha in R der Prozess x hoch Alpha, den ich definiere als e hoch Alpha bt minus 1/2 Alpha Quadrat t, ein Martingal darstellt. Und insbesondere, wenn ich jetzt diesen Prozess nach Alpha ableite, und zwar die k-fache Ableitung nach Alpha betrachte, dann stellt sich heraus, dass auch dieser Prozess wiederum ein Martingal ist. Und insbesondere, wenn ich diese Ableitung betrachte und dann Alpha gleich 0 setze, kann ich damit auch höhere Momente so korrigieren, dass ich am Ende ein Martingal bezüglich dieser Brownschen Bewegung rausbekomme. Das ist auch eine lohnenswerte Aufgabe. Und die letzte Aufgabe, die ich Ihnen geben möchte, ist, angenommen N ist ein Poisson-Prozess mit Intensität Lambda, dann stellt sich heraus, dass der folgende Prozess, nämlich NT minus Lambda T zum Quadrat minus Lambda T ein Martingal ist und ebenso der Prozess E hoch Alpha NT minus Alpha T mal in Klammern E hoch Alpha minus 1 ein Martingal darstellt. Hier geht es darum, ein wenig mit der Poisson-Verteilung und Momenten davon rumzurechnen. Jetzt stellt sich aber die Frage, wir haben jetzt Martingale gesehen, wie sieht denn der Zusammenhang überhaupt zu Markov-Prozessen aus? Und das ist die Aussage des folgenden Satzes. Ich nehme mir hier einen progressiv messbaren, e-wertigen Markov-Prozess. Der entsprechende Generator der zugehörigen Halbgruppe sei wieder mit G bezeichnet. Und ich möchte hier die Halbgruppe betrachten, eingeschränkt auf der Domäne der starken Stetigkeit. Und dann ist die Aussage das folgende. Für jedes X aus unserem zugrunde liegenden Raum E und jede Funktion F im Definitionsbereich des Generators ist der folgende Prozess, der definiert ist, wie durch den folgenden Ausdruck, nämlich mft ist definiert als der f von xt minus f von x0 minus das Integral von 0 bis t, Generator angewandt auf die Funktion f, ausgewertet an der Stelle des Prozesses zum Zeitpunkt r. Dieser so definierte stochastische Prozess mft ist wiederum Martingal. Also wir sehen hier eine Funktion vom Markov-Prozess, geeignet, gewählt, liefert uns ein Martingal. Das gleiche gilt auch für alle x in e Lambda größer 0 und f jetzt aus dem Bild der Resolvente, was ja nichts weiter ist als der Definitionsbereich des Generators. Das m f Lambda t, der jetzt durch den folgenden Ausdruck definiert ist, nämlich e hoch minus Lambda t, die Resolvente, also r Lambda f, ausgewertet am Punkt xt, minus r Lambda f, ausgewertet am Punkt x0, plus das Integral von 0 bis t, e hoch minus Lambda r f von xr, ist ebenfalls ein Martingal. Ich möchte Ihnen sozusagen den Beweis von Aufgabenteil A einmal im Detail zeigen. Aufgabenteil B ist analog und das überlasse ich Ihnen dann als Übungsaufgabe. Kommen wir also zum Beweis von Teil A und da stellt sich die erste Frage, ist überhaupt dieses Integral, das wir hier sehen, wohl definiert? Dazu ein paar Überlegungen. Also wir wissen ja, f ist aus dem Definitionsbereich des Generators, damit wissen wir auch nach Satz 3.5, dass wenn ich den Generator auf f anwende, dass das ein Element im Definitionsbereich der starken Stetigkeit ist. Insbesondere wissen wir natürlich auch, dass f und diese Funktion gf beschränkt sind. Und was wir auch wissen ist, diese Funktionen beide sind messbar. Weiterhin wissen wir auch, dass unser Prozess x nach Voraussetzung progressiv ist. Das bedeutet aber nichts weiter als, dass diese Funktion hier eine messbare Funktion darstellt, die auch beschränkt ist. Und damit ist erstmal das Integral wohl definiert. Weiterhin wissen wir auch, dieses Integral ist stetig, adaptiert. Und wenn ich das Ganze einschränke auf kompakte Zeitintervalle, dann wissen wir es natürlich auch, es ist gleichmäßig beschränkt.
Was wissen wir noch? Wir wissen auch, diese Abbildung in der Zeit ist beschränkt aufgrund der Tatsache, dass die Funktion f beschränkt ist nach Voraussetzung. Und wir wissen auch, dass diese Zufallsvariable, die hier steht, nämlich f von xt, aber besser gesagt dieses Paar, bestehend aus Zeit und Omega, abgebildet auf f von xt Omega, ist progressiv. Aus dem schließen wir, dass sozusagen dieser so definierte Prozess MFT adaptiert ist und integrierbar ist. Das haben wir sozusagen aufgrund dieser Vorüberlegung schon festgestellt. Das heißt, die ersten beiden Punkte aus der Definition der Martingale-Eigenschaft eines Prozesses sind bereits nachgeprüft. Uns fehlt noch die Martingale-Eigenschaft. Das ist das letzte hier. Dazu ist also zu zeigen, dass wenn ich mir einen Zeitpunkt S hernehme, der kleiner ist als t, dass die bedingte Erwartung von MFT gerade gleich dem Prozess MF zum Zeitpunkt S ist, fast sicher. Wie gehen wir hier vor? Naja, ich starte einfach mit der bedingten Erwartung und setze in dem ersten Schritt erstmal ein die Definition von diesem Prozess MF, ausgewertet zum Zeitpunkt t. Das ist dieser Ausdruck, der hier steht. Und jetzt möchte ich eine Nulladdition machen. Nämlich ich möchte f von xs hinzuaddieren und abziehen. Und ich möchte dieses Integral aufteilen in das Integral von 0 bis t und das Integral von 0 bis s und dann in das Integral von s bis t. Wenn ich das tue, kann ich mir daraus natürlich sofort diesen Prozess MF zum Zeitpunkt S basteln. Der ist natürlich FS messbar. Haben wir ja festgestellt, das Ding ist adaptiert. Damit ist es auch FS messbar. Kann ich also aus der bedingten Erwartung rausziehen. Was übrig bleibt, ist dann nur noch F von XT minus F von XS minus das Integral von S bis T GF von XR dr. Das kann ich natürlich erstmal f von xt kann ich natürlich auch künstlich schreiben als f von xt minus f plus s. Und jetzt kann ich den Shift-Operator ins Spiel bringen und kann das Ganze natürlich schreiben als f von xt minus s, verknüpft mit diesem Shift-Operator fs. Das gleiche kann ich natürlich auch machen für die Funktion f von xs, die ich abgezogen habe. Die kann ich natürlich dann auch schreiben als f von x0, verknüpft mit diesem Shift-Operator. Und bei dem Integral führe ich erst eine Substitution durch und dann halte ich das Integral von 0 bis t minus s von g von gf von x zum Zeitpunkt s plus r. Und hier kann ich jetzt auch wieder die Shift-Eigenschaft ins Spiel bringen und das in dieser Form umschreiben. Und jetzt bin ich in der Lage, auf diesen Ausdruck, der hier übrig bleibt, die Markov-Eigenschaft anzuwenden und ich erhalte, dass diese bedingte Erwartung hier das gleiche ist wie der Erwartungswert bei Start in xs von dieser Funktion f von xt minus s minus f von x0 minus das Integral von 0 bis t g von f xr dr. Und das habe ich jetzt einfach aufgrund der Linearität auseinandergezogen und ich habe in dem letzten Schritt hier Fubini verwandt und das Integral mit dem Erwartungswert getauscht. Jetzt gucken wir uns mal an, was hier im Detail steht. Hier steht ja nichts weiter als, das kann ich umschreiben, als die Halbgruppe pt-s angewendet auf die Funktion f, ausgewertet an den Punkt xs. Das ist genau dieser Erwartungswert hier. Das bleibt gleich. Und hier kann ich genauso verfahren, dass was hier drin steht, ist gerade die Halbgruppe pr angewendet auf den Generator GF ausgewertet an den Punkt XS. Und jetzt wissen wir aber aufgrund des Satzes 3.5 etwas über diesen Ausdruck hier. Nämlich das folgende, nämlich dass pt-sf minus f gleich ist dem Integral von 0 bis t-s pr gf dr. Das heißt, wenn wir diesen Term auf die andere Seite bringen, sehen wir, dass dieser ganze Ausdruck hier verschwindet. Wir erhalten in der Tat, dass die bedingte Erwartung von diesem Prozess MF zum Zeitpunkt T, gegeben die Filtration FS, das gleiche ist wie dieser Prozess MF ausgewertet zum Zeitpunkt S.
Das heißt, wir haben damit genau diese Martingale-Eigenschaft nachgewiesen. Wie gesagt, der zweite Teil dieses Theorems funktioniert ähnlich. Muss auch an der richtigen Stelle dann die richtigen Eigenschaften ins Spiel bringen, um mit Hilfe von Eigenschaften aus der Halbgruppe Terme verschwinden zu lassen, wie in dem Beispiel dieser Ausdruck. Nachdem wir das Ganze gesehen haben für eine deterministische Zeit, stellt sich die Frage, können wir das Ganze auch erweitern auf Stoppzeiten? Und das ist die Aussage von diesem Satz 4.2 und das wird meist unter Dünken-Formel verstanden. Jetzt nehmen wir uns hier einen starken Markov-Prozess auf unserem filtrierten Wahrscheinlichkeitsraum. Und er soll Werte annehmen in einem polnischen Raum, E mit der entsprechenden Sigma-Algebra. Wir bezeichnen wieder mit G und DG den entsprechenden Generator der zugehörigen Halbgruppe, die wir wieder einschränken wollen auf den Definitionsbereich der starken Stetigkeit. Also wir haben eine stark stetige Halbgruppe. Und dann gilt für jede Funktion aus dem Definitionsbereich und jede optionale Zeit S, die diese zusätzliche Eigenschaft hat, nämlich dass der Erwartungswert von dieser optionalen Zeit endlich ist für jedes X aus diesem Raum E. Wenn wir uns diese Objekte vorgeben, dann gilt das Folgende, nämlich dass der Erwartungswert bei Start in X von F von X ausgewertet zu dieser optionalen Zeit S das gleiche ist wie f von x plus der Erwartungswert bei Start in x vom Integral von 0 bis s von diesem Generator gf xr dr. Wie funktioniert jetzt hier der Beweis? Der soll wieder in zwei Schritten gehen. Und zwar in dem ersten Schritt gehen wir wie folgt vor. Ich weiß ja aufgrund des Lemmas 3.6 und vom Satz 3.7, dass der Definitionsbereich gleich dem Bild der Resolvente ist, unter diesem Raum der starken Stetigkeit. Und das gilt für jedes Lambda größer 0. Also die positiven reellen Zahlen sind Teilmenge der Resolventenmenge. Das heißt, für jedes f im Definitionsbereich und jedes Lambda größer 0 finde ich eine Funktion g, in diesem Raum B0, im Raum der starken Stetigkeit der Halbgruppe, mit der Eigenschaft, dass ich f schreiben kann als r lambda g. Und jetzt möchte ich den Satz von Frobenius und Satz 3.7 ins Spiel bringen, nämlich der mir das Folgende erlaubt. Also ich weiß ja, f ist das gleiche wie diese Resolvente von g. Da g aus dem Raum B0 ist, weiß ich auch, dass ich die statt R Lambda auch die Laplace-Transformierte von der Halbgruppe benutzen darf. Das heißt, F ist das gleiche auch wie L Lambda G. Und L Lambda G kann ich jetzt explizit ausschreiben, das ist nichts weiter als das Integral von 0 bis unendlich E hoch minus Lambda R von dieser Halbgruppe PR angewendet auf die Funktion G, ausgewertet am Punkt X. Und jetzt sehe ich diesen Ausdruck, den ich hier habe, das ist ja nichts weiter als der Erwartungswert bei Start in x von dieser Funktion g von xr. Und was ich jetzt machen möchte, ist, möchte diesen Ausdruck anstelle von diesem prg ausgewertet von x einsetzen und Frobenius benutzen. Und dann erhalte ich, dass f von x gerade gleich ist dem Erwartungswert bei Start in x von dem Integral von 0 bis unendlich e hoch minus lambda r g von xr. Jetzt müssen wir nur kurz überlegen, dürfen wir Frobenius anwenden? Ist dieses Integral wohl definiert? Die Aussage ist ja. Warum? Naja, wir wissen ja, unser Prozess X ist ein starker Markov-Prozess, insbesondere ist er progressiv. Und wir wissen auch, die Funktion G ist messbar. Das heißt, dieses messbar und beschränkt. Das heißt, dieses Integral, was wir hier haben, ist wohl definiert. Und damit dürfen wir auch Frobenius benutzen. Und diese Darstellung hier, die wir hier gewonnen haben, gilt natürlich jetzt für jedes x in unserem Raum E. Das war sozusagen jetzt eine Vorbetrachtung. Und diese Darstellung möchte ich gleich benutzen. Ich möchte zeigen, dass für jede optionale Zeit S, die die Eigenschaft hat, P fast sicher endlich zu sein, das gilt, dass der Erwartungswert bei stark von x von E hoch minus lambda S, f von xs
Okay, Indikatorfunktion S ist endlich, ist jetzt hier überflüssig in der Schreibweise, weil ich ja annehmen möchte, dass das mit Wahrscheinlichkeit 1 gilt, ist das gleiche wie f von x minus dem Integral, minus dem Erwartungswert bei Start in x vom Integral von 0 bis s zu unserer optionalen Zeit von e hoch minus lambda r g von xr dr. Wie funktioniert jetzt hier der Beweis? Naja, ich starte einfach mit der entsprechenden linken Seite. Also ich betrachte hier jetzt diesen Erwartungswert bei Start in x von e hoch minus lambda s f von xs. Und jetzt sehe ich, dass ich genau diese Abschätzung hier ins Spiel bringen kann, nämlich für jedes feste gegebene Omega in diesem Erwartungswert, wähle ich ja erstmal ein Omega, kann ich, ist xs x von s Omega Omega, hängen ja beide von Omega ab, beide Größen, ein Element in meinem Zustandsraum, dann kann ich natürlich diese Darstellung benutzen und ich kann diesen Ausdruck hier ersetzen durch diesen Erwartungswert bei Start von xs von diesem Integral 0 bis unendlich e hoch minus lambda r g von xr dr. Was kann ich jetzt benutzen? Als zweiten Schritt kann ich natürlich hier jetzt benutzen die starke Markov-Eigenschaft. Das, was hier steht, ist nichts weiter als unsere fx unendlich messbare Zufallsvariable, y. Das heißt, der Satz über die starke Markov-Eigenschaft, das wäre dieser Satz 2.12, erlaubt uns diesen Ausdruck auch zu schreiben als der Erwartungswert bei Start in x vom Integral 0 bis unendlich e hoch minus lambda r g von x r dr verschoben um Theta s bedingt auf diese Sigma-Algebra fs plus. Was sehe ich jetzt? Naja, nach Voraussetzung ist die Indikatorfunktion s kleine Unendliche ist natürlich fs plus messbar, kann ich natürlich auch in diese bedingte Erwartung reinziehen. Auch diese Funktion hier, e hoch minus lambda s, ist fs plus messbar, kann ich also auch in diese bedingte Erwartung reinziehen. Jetzt kann ich einfach nur die Eigenschaften von bedingten Erwartungen ausnutzen und erhalte, dass dieser Ausdruck hier gleich ist, dem Erwartungswert von e hoch minus lambda s, Integral von 0 bis unendlich, e hoch minus lambda r, g von x s plus r dr, wobei ich jetzt hier diesen Shift-Operator explizit mal ausgeschrieben habe. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte in diesem Integral für festes Omega eine Substitution durchführen, nämlich ich möchte die Integrationsvariable minus s verschieben, also minus s von Omega verschieben. Das heißt, anstelle von x s plus r möchte ich hier in xr wieder starten. Das heißt, mein Integral geht dann natürlich von s bis unendlich und ich erhalte noch einen zusätzlichen Faktor e hoch lambda s. Und jetzt sehe ich, dieses e hoch lambda s kompensiert sich gerade mit diesem e hoch minus lambda s. Und ich erhalte einfach nur den Erwartungswert bei Start in x vom Integral 0 bis von Integral von s bis unendlich e hoch minus lambda r g von xr dr. Und jetzt möchte ich einfach nur den fehlenden Teil, nämlich das Integral von 0 bis s, hinzuaddieren und wieder abziehen. Und jetzt sehe ich, wenn ich den hinzuaddiere, erhalte ich natürlich genau diese rechte Seite von dieser Gleichung Stern. Und die kann ich natürlich durch die linke Seite ersetzen und erhalte einmal diesen f von x zurück. Und als zweiten Term bleibt natürlich dann übrig minus der Erwartungswert bei Start in x von diesem Integral von 0 bis s zu unserer optionalen Zeit e hoch minus lambda r g von xr dr. Das war sozusagen die Vorbetrachtung. Das möchte ich gleich in einem zweiten Schritt benutzen. Nämlich, was wir noch gar nicht benutzt haben, ist, dass der Erwartungswert unserer optionalen Zeit ja nach Voraussetzung endlich ist. Das floss jetzt hier noch nicht ein. Das kommt jetzt ins Spiel. Also jetzt betrachten wir eine optionale Zeit mit dieser zusätzlichen Eigenschaft. Das impliziert natürlich sofort, dass unsere optionale Zeit fast sicher endlich ist. Weiterhin wissen wir noch was. F war ja so gewählt, dass es, also nein, zu f war g so gewählt, dass f gleich ist r lambda von g. Das bedeutet aber nichts weiter, als wenn ich jetzt den Operator lambda-Identität minus g auf beiden Seiten anwende, dass g sich auch schreiben lässt als lambda f minus g von f. Das heißt, was ich jetzt machen möchte, ich möchte in diesem Ausdruck, in diesem Integral, g ersetzen durch lambda f minus gf.
Und jetzt sehe ich, dadurch, dass ja f beschränkt ist und g von f beschränkt ist, dass ich den erwartungswertvollen Betrag dieses Integrals nach oben abschätzen kann durch diese unendlich Norm von, oder diese Norm von Lambda f plus die Norm von gf. Und was dann übrig bleibt, also diesen Exponentialfaktor kann ich einfach nach oben abschätzen durch 1. Dann bleibt nichts weiter als das Integral von 0 bis s von 1 dr stehen, was nichts weiter ist als s. Ich sehe, hier kann ich jetzt die Voraussetzung ins Spiel bringen und ich sehe, dass diese obere Schranke endlich ist und zwar sogar uniform für alle Lambda, die nach oben beschränkt sind. Und was mich natürlich interessiert, der Fall für Lambda gegen 0. Also insbesondere habe ich sichergestellt, dass für kleine Lambda diese obere Schranke unabhängig von Lambda gewählt werden kann. Also wenn wir zum Beispiel annehmen, Lambda nimmt Werte an zwischen größer als 0 und kleiner gleich 1. Dann kann ich natürlich das Lambda noch hier rausziehen, habe ich eine obere Schranke, die unabhängig ist von Lambda. Und jetzt kann ich natürlich den Satz von Lebesgue anwenden. Warum? Also den dominierte Konvergenz. Warum? Mich interessiert natürlich der Erwartungswert bei Start in x von dieser Funktion f von x zur Stoppzeit s oder zur optionalen Zeit s. Das kann ich natürlich jetzt erstmal schreiben, künstlich schreiben, als der Limes Lambda gegen 0 von e hoch minus Lambda s f von x s, okay, das ist künstlich noch hinzugeschrieben, der Ästhetik halber, um es mit der linken Seite aus Schritt 1 in Verbindung zu bringen. Was ich jetzt sehe, das ist eine beschränkte Funktion, also auch eine beschränkte Funktion. Das heißt, aufgrund der dominierten Konvergenz darf ich diesen Limes aus dem Erwartungswert rausziehen. Dann kann ich natürlich diesen Ausdruck ersetzen durch diese rechte Seite, wobei ich dieses g ersetzen möchte durch Lambda f minus Generator angewendet auf f, was wir ja hier gesehen haben. Das heißt, ich erhalte erstmal diesen Ausdruck. Und jetzt möchte ich natürlich diesen Limes Lambda gegen 0 wieder in diesen Erwartungswert reinziehen. Dazu brauche ich natürlich wieder eine integrierbare Majorante. Aber aufgrund dieser Vorbetrachtung haben wir ja gesehen, dass wir eine integrierbare Majorante gefunden haben, nämlich indem wir einfach diese Funktion, diesen Supremumsnorm mal s als Majorante nehmen. Das heißt, wir dürfen in der Tat auch diesen Limes wieder in diesen Erwartungswert reinziehen und jetzt sehe ich, was dann passiert. Ich darf den auch in dieses Integral reinziehen, weil das hier einfach beschränkte Funktionen sind. Und was sehe ich? Naja, e hoch minus Lambda r für Lambda gegen 0 konvergiert gegen 1. Dieser Term verschwindet für Lambda gegen 0 und es bleibt nur übrig minus gf von xr. Und das ist genau der Ausdruck, den wir erhalten wollen. Auf diese Art und Weise haben wir auch die Verknüpfung zwischen starken Markov-Eigenschaften auf der einen Seite und Martingalen hergestellt. Das Martingal sieht man jetzt hier nicht. Das würde man wie folgt sehen. Das ist eine kleine Bemerkung. Man hätte den Beweis auch anderen führen können. Wenn wir wüssten, dass dieses Martingal MF ein rechtsstetiger Prozess wäre, und das ist zum Beispiel der Fall, wenn XT rechtsstetig ist und F stetig ist, dann könnten wir einfach auf das Martingal aus dem Satz 4.1, das wir hier haben, das optionale Stopping-Theorem anwenden und das gestoppte Martingal betrachten, nämlich zum Zeitpunkt dieser optionalen Zeit S. Und wir würden genau die entsprechende Aussage erhalten, nämlich wenn wir nämlich den Erwartungswert von MF zur optionalen Zeit S ausrechnen, verschwindet das ja gerade aufgrund der Martingaleigenschaft. Und das, was wir übrig behalten, ist genau die Aussage, die hier im Satz von 4.2 in dieser Dünken-Formel steht. Das heißt, was uns gelungen ist, auf diese Art und Weise die Aussage vom, von der Dünken-Formel zu zeigen, ohne die zusätzliche Annahme, dass dieses Martingal ein rechtsstetiger Prozess ist. Nachdem wir jetzt sozusagen zwei Möglichkeiten gesehen haben, Martingale und Markov-Prozesse in Verbindung zu bringen, wollen wir in dem nächsten Teil der Vorlesung uns einmal im Detail angucken, welcher Zusammenhang besteht zwischen Lösung von elliptischen Differentialgleichungen und von parabolischen Differentialgleichungen mit Markov-Prozessen.